Ahoi Leute, willkommen zum nächsten Part vom Titan Quest Multiplayer Let's Play mit mir und dem werten Professor Dr. Fisch, den beiden Doges und Chantal und La Fischi. Ahoi, ich esse nebenbei. Ja, und wir haben jetzt die ganze Titan Quest Nacht hier gestanden, jetzt wird's gerade Morgen und wir gehen jetzt in die Höhle rein, habe ich entschieden. Okay, hier sind wieder... Bist du denn? Das sind Katzen oder Hyänen. Oh, guck mal, Katzis. Miau, miau, miau. Moment, das sind tote Katzen? Das sind Hunde, du Idiot. Das sind Katzen. Das sind Hunde, das sind Ubis. Das sind Katzis. Ja, du bist auch eine Katzi. Danke. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ich habe immer noch Hunger, weil ich immer noch nicht aufgegessen habe. Ich bin gerade am Essen eigentlich. Ja, und ich habe ihn gefragt, ob wir jetzt erstmal warten, ob ich jetzt erstmal warten soll, aber mal so, nee, wir können schon weitermachen, erst dann nebenbei, und wenn euch das schön ist, ist seine Schuld. Dann müsst ihr ihn flamen, geht auf seine Seite und schreibt Danke. Schreibt einfach Entschuldigung, dass ich lebe. Mechanikteil haben wir jetzt auch schon zwei oder so. Nice, läuft. Ich glaube sogar drei. Übrigens, Kassler ist lecker. Keine Ahnung, ich mag das nicht so. Ich liebe Kassler über alles, Alter. Machen wir demnächst mal Rührei mit Nürnbergern dazu, habe ich richtig Bock drauf. Das schmeckt bestimmt besser als bei Ikea. Vor allem, wenn man bei Ikea was kauft, ist es so 2 Minuten lang warm, danach ist es eiskalt. Ja. Ja, ja. Aber ansonsten kann man es eigentlich ganz gut essen, also. Es ist günstig, naja, eigentlich nicht, aber man kann es essen. Es ist günstig. Nicht, wenn du irgendwas dazu nimmst zu dem Schwedenfrühstück, dann ist es teuer. Ja. Aber es ist normale Frühstück, da geht eigentlich so voll. Ja, da ist auch nichts bei. Da ist eine Scheibe, da sind 2 Scheiben Wurst bei. Eine Scheibe Wurst, eine Scheibe Käse, Wurst. Eine Scheibe Lachs. Die ich nicht bräuchte. Lachs mit Tonsgeld, ich liebe Lachs. Ja. Und Marmelade und 2 Butter, ein ekelhaftes Salatblatt. Und Brötchen. Nee, sind Brötchen dabei? Ich glaub schon. Keine Ahnung. Ich verstehe sowieso nicht, wie viel Geld die von mir da wollen. Ich gebe dir einfach was hin und dann ist gut. Ich kaufe mir so das Frühstück für 3 Euro, dazu noch ein Omelette für 1 Euro und ich bezahle irgendwie nur so 2,50 Euro. Ja. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber okay. Das sind Schweden, die können nicht richtig rechnen. PewDiePie könnte richtig rechnen. Boah, Alter, lecker. PewDiePie ist doch Master Race. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Du bist übrigens ein ziemlich guter Healer, du healst mich nie. Ich weiß, du sagst ja auch nie was. Ja, der Healer muss da drauf achten. Alter, ich kämpfe jedes Mal mit. Ja, kannst du trotzdem auf meine HP gucken. Ich muss auf meine HP gucken, auf deine HP, auf meine Zauber. Guck, jetzt wäre ich was gestorben. Jetzt habe ich meine Hundis aus Versehen geheilt, jetzt bin ich gleich tot. Alter. Ich krieg 3 Materie, das ist schon wieder für ein Scheiß. Was ist von diesen Geistern? Oh, da ist eine Essenz oder sowas, oder? Ja. Kohle? Weiß ich nicht. Ich loote zu schnell für sowas. Ich hab Hunger. Alter, kennt ihr das, wenn ihr gerade was macht, irgendwie bei reden müsst und zockt und dann denkt ihr, ich greife jetzt zu meinem Teller und esse jetzt was. Dann schielt ihr die ganze Zeit so auf den Teller und wartet darauf, dass er mal stehen bleibt und mal kurz essen kann. Und dann bleibt er einfach nicht stehen. Ich will so extra weiterrennen. Ist mir klar. Ich weiß Marathon. Am schlimmsten ist bei TTT. Am schlimmsten ist bei TTT. Ich meine, ich esse manchmal so nebenbei bei TTT und dann heißt gleich, oh mein Gott, er ist im Traitorschub, er schießt ihn. Und ich denke mir so, nein, ich esse, du Wichser. Und dann töten sie mich und sehen, oh mein Gott. Dann sagst du das und dann wirst du trotzdem erschossen. Und dann töten sie dich und dann sagen sie, oh mein Gott, er war Innocence. Wie kommt denn das jetzt? Nee, der war gerade so im Traitorshop. So sagen, dass Traitor da im Traitorshop stehen bleibt. Wenn ich ein Traitor wäre, dann würde ich niemals da stehen bleiben im Traitorshop, wenn irgendjemand meine Nähe ist. Dann würde ich einfach weiterlaufen und dann in den Traitorshop gehen. Ich verstecke mich da meistens und
gehe in den Trader Shop, wenn ich zum Beispiel auf wie heißen die Dächer nochmal? Rooftops. Wenn ich auf Rooftops bin, da habe ich immer Angst runterzufallen, dann renne ich kurz weiter. Versteck mich zum Beispiel in der Besenkammer. Und kaufe mir sofort das Radar, um zu gucken, ob irgendjemand in meiner Nähe ist, und dann kaufe ich weiter. Ja, Radar kaufe ich meist schon am Anfang der Runde. Da ist eine Essenz übrigens. Hallo, nimm die mit. Wo? Da ach oben. Da. Die hatte ich gerade nicht gesehen. Moment, ich esse noch kurz was. Okay, wir können nach links, dann nach rechts. Nach rechts sieht aus, als würde es da weitergehen. Links ist einfach nur dein Tempel. Ich gucke erstmal mit deinem Tempel, ob es da weitergeht. Ja. Ach ja. Essen? Ich hab richtig Bock auf Essen, ey. Hm? Ich hab richtig Bock auf was zu essen jetzt. Auf Fisch oder so. Wollen wir zur Nordsee? Bäh. Fisch. Okay, hier ist ein Gegner. Müssen wir jetzt da weiter oder nicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo wir weiter müssen. Auf jeden Fall ist hier Fläche als nichts. Wir können erstmal hier lang gehen und dann gucken, wie weit das hier geht. Und ansonsten. Ja. Das war unnötig. Okay, sieht aus, als würde es hier weitergehen. Und wo meinst du, geht's nicht weiter? Oder? Nein, ich dachte. Meiner! Meine Erfahrung. Asi. Ich habe sowieso schon zu wenig Erfahrung. Ich auch. Ja, genau. Du bist ja auch nicht 1000 Level weiter als ich. Ich bin ein Level weiter als. Ich bin eben auf dem gleichen Level wie du. Ja, du bist weiter. Genau! Geh einfach weg von der Quest! Das war recht knapp. Danke, dass du das ist eine Quest? Ja! Sehen. Erschießen. Einfach erschießen. Ich habe da keine Quest gesehen, das heißt, da ist keine Quest. Gut, dann gib mir bitte was auch immer du gerade gekriegt hast. Wieso? Ja, weil du das dann gar nicht gekriegt hast, das war nämlich Questgegenstand. Wow, was ist das denn? Ach, so ein großer Schrei. Ich hab keinen Questgegenstand bekommen. Level 25, wow, der ist ja mal über uns. Diese komischen Reiterviecher sind auch ein Level über uns. Durch eine eingesammelt, was grün war. Schwert, aber ist nicht geil. Hast du eigentlich schon geskillt? Ja, hab ich. Hab ich in der Aufnahmepause gemacht, lustigerweise. Sorry. Entschuldigung, okay, das sieht aus, als würde es hier weitergehen. Haben wir schon dreimal jetzt gesagt. Ja, wir gehen immer weiter in die Richtung. Ja. Bleibst du jetzt stehen und isst, oder gehst du jetzt wieder zurück? Ich geh zurück. Achso. Ja, ich bin hier gerade noch im Monsterlager drin, dann kannst du mir gleich ein Portal machen. Steht. Dann warte ich kurz auf dein Essen nebenbei. Ja. Das ist bei mir vielleicht nicht so spannend, aber... Das ist spannend. Dafür verhungere ich nicht. Du warst 10 Meter weiter weg von mir oder so. Ich dachte, du bist schon richtig zurückgegangen. Da, wo die Wegteilung ist. Mm-mm. So. Wahrscheinlich kommen wir da an beiden Orten an derselben Stelle raus. Also durch beide Wege. Wahrscheinlich. Aber das ist ja egal. Wartest du bitte mal? Ich warte bis zum. Also ich gehe bis zum schwarzen Rand, wo es nicht weitergeht, dann warte ich hier auf dich. Okay, nice. Das ist Skelett. Schieß es an. Meine Bolzenfall ist echt nutzlos. Ja. Vor allem das Schlimmste in den meisten Rollenspielen ist so, hast du 10 Skills und also du hast 10 Skills insgesamt, kannst du haben. Am Anfang hast du einen Skill, den Skills immer weiter hoch, bis du die nächste freischalt. Und die nächsten sind einfach so schlecht, dass du einfach nur die alten weiter benutzt, weil du keinen Bock hast, die neuen hoch zu skillen. Ja.
Oder so Online-Rollspiel. Einfach so 1000 Skills hast du und gar keine Ahnung, was sie jetzt machen. Und dann benutzt du sie einfach nie. Ja, das finde ich auch echt nervig. Ich glaube, das hier ist nicht, wo es weitergeht, oder? Nein. Boah, ist das lecker, Alter. Zwei Ringe direkt, schön. Brauche ich noch zwei Arme. Wäre ganz cool, wenn ich zu einer Brust zwei Arme weiter hätte. Was? Der eine Ring, den ich gerade aufgesehen hat, der grüne, der kann ganz gut zu sein, der hat Lebenskraftschaden noch. Okay. Du brauchst mehr Energie. Guck gleich mal genau, wenn wir die hier tot gemacht haben. Ja. Ich dann auch mal. Ich habe nämlich irgendein Amulett eingesammelt. Ein Bestienrufer Halskette, die todesschlecht ist. GG, danke. 30% erzogene Energie verursacht, billig. Da mache ich die Angriffsqualität, glaube ich, raus. Ach, scheiß auf 100 Leben. Ach, scheiß auf 100 Leben. Ach, du wartest gerade? Okay, warte, dann kann ich auch noch mal kurz essen. Ach so. Ich habe Dings, der macht deine Begleiter besser. Also 10 Rüstung mehr und 40 Leben, aber... Nee, ein Amulett ist das. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Amulett habe ich ein gutes drin. Ja, aber das ist halt für deine Begleiter, wenn du... Das bräuchten würdest du, so verkaufe ich das einfach, oder? Ja. Mach dir nur Rüstung und Leben. Alter! Was? 6 Bogenschützen. So eine schöne Bombe wäre mal ganz nice für den, für meine Klasse. Ja, genau, weil du noch nicht genug Schaden machst, ne? Ja, gegen irgendwie Skelette mache ich ja gar keinen Schaden. Also kein irgendwie Elementarschaden. Ja gut, du hast halt keine Elementarschadenklasse, ne? Ich habe aber auch nicht so richtig viel Elementarschaden. Was? Ja, aber ich meine so, ich mache ja eigentlich nur normalen Schaden da gegen die. Ja, das reicht doch. Ja, ich will irgendwie so eine kleine Explosion oder so haben. Ich mache mit meiner Waffe auch nur normalen Schaden gegen die. Ja, aber du hast eine Frostschaden. Ja, weil ich eine blaue Waffe habe, die das macht. Ja, und meine Waffe, das Bullet, was ich gerade angezogen habe, das entzieht den Gegnern Schaden und Energie. Und die Energie, die davon abgezogen wird, davon sind 30% Schaden an die ausgeteilt. Okay. Ganz chillig. Und die meisten Gegner haben halt keine Energie, wie zum Beispiel diese dreckigen Insektoiden hier. Aber die Zauberer zum Beispiel, das ist ganz nützlich, glaube ich. Ich bin fast gestorben. Ich will was essen. Hauptsache meine Hundis helfen dir immer und mir nicht. Die folgen immer dir. Der ist auch besser so. Alter! Was zur Hölle? Die Maden machen übertrieben viel Schaden. Wow, du bist tot. Die Maden haben übertrieben viel Schaden gerade gemacht. Welche Maden? Diese. Ey, kannst du ein Portal machen? Ja. Lieber, du hast eine Falle. Ich habe etwa noch halbes Leben, glaube ich. Geh hin, schlag die Falle zweimal, weil ich denke, die Maden machen keinen Schaden. Und dann bin ich plötzlich tot. Was bei dir? Aber ich habe auch 3 davon mit in den Tod genommen. Götter. Die Maden verlieren Götterblut. Okay. Das sind also Götter. Deine Pfeilfalle ist übrigens todesschlecht. Ich weiß. Alter! Fuck! Was denn? Die Maden? Nee.
ich loote währenddessen mal ein bisschen. Du bist so ein Assi. Ey, du bist doch sowieso mit dir fertig geworden. Ja, aber dass du währenddessen lootest, ey. Du hast die tausendfach bessere Ausrüstung und lootest trotzdem noch alles. Ja, muss ich doch. Das ist meine... Ich bin eine Diebesklasse. Nein, du bist... Das ist so wie mit der eingebauten Vorfahrt für Mercedes. War hier unten noch was? Ach, du meinst so wie, dass Gärtner alles dürfen. Ja. Falls ihr es übrigens noch nicht wusstet, Gärtner dürfen alles. Wir haben heute Morgen erstmal 2 Stunden lang eine Straße blockiert. Läuft bei euch, würde ich sagen. Ja, die Autofahrer fanden es nicht so lustig. Nicht? Nein. Wirklich. Kann ich gar nicht verstehen. Ich auch nicht. Ich habe mir auch so gedacht, ja. Geh mal kurz in die Stadt. Ja. Ich glaube, wir haben gleich mehr so lange. Nein. Nur noch 3,5 Minuten. Ich gehe gerade auch mal in die Stadt über dein Portal. Was führt einen Fremden wie dich an diesen Ort am Nil? Ich hab's noch 2 goldene Sachen. Vielleicht etwas, das ich hier verkaufe? Kein Wort verstanden. Wieso? Weil der Händler gerade bei mir geredet hat. Ja, ich habe bisher alle meine Gegenstände auf grün mindestens. Bis auf 2, die sind noch Gold. Okay. Aber Jäger, ja, ein Jagdgrund konnte man auch schon vorher kaufen, das kostet auch nur 8000. Okay. Ich brauche den Scheiß nicht. Ich habe 1.100.000 jetzt. Okay, ich habe schon wieder 2 Glücksbringer der Stärke übrigens. Läuft voll dir, würde ich sagen. Die ganze Zeit sowas. Mensch. Wo war denn der letzte Brunnen? Weiß ich nicht, wieso? Ja, weil der passt gleich vorbei und wenn, dann müssten wir glaube ich noch einen aufnehmen. In der Stadt. Bock noch... Was? In der Stadt. Also geht das. Ach ja, die sind nicht so weit weg. Eben. Ja, müsst ihr aber trotzdem hier alles wieder klatschen. Ja. Jetzt. Egal. Sollen wir einfach glaube ich nach der Aufnahme. Wir gehen einfach zu dem neuen Bereich da hinten und dann nehmen wir da weiter auf, oder? Wir nehmen jetzt nicht mehr auf, wir können ja einfach nächstes Mal vor der Aufnahme so ein bisschen was klatschen. Ja, das meine ich ja. Du hast gesagt nach der Aufnahme. Da war ich verwirrt. Ja, nach dieser wenn wir das nächste Mal spielen, so meine ich das. Ja, ja, machen wir so. Meine Formulierung war nicht so gut. Na. So. Wenn ich meine Kriegskunstmeisterschaft komplett hochgeskillt habe, kann ich einen 360 Grad Angriff machen. Lol. Dann wirst du 3 Gegner treffen. Was waren eigentlich diese Quests da oben? Du hast gar nicht mitbekommen, was wir da machen sollten. Ich auch nicht. Ich brauche noch 22 Stärke. Diese Prometane. Ach, da, oh. 22 Stärke, das ist nicht viel. Okay, gesehen. Gut, bis dann. So. Ciao. Auch über diese ekelhaften schwarzen Kristalle der Erde. Machst du mir kurz ein Portal? Danke. Ist offen. Guck kurz, wie lange wir noch haben. Ich denke mal noch 1 Minute. Denke ich auch. Nur noch eine halbe Minute. Okay. Wo bist du hin? Ach da. Moment, da oben ist noch ein Brunnen, lass noch schnell zu dem gehen. Jo. Erforschen wir nächstes Mal den Rest hier. Bist du einfach durchgelaufen? Nein, natürlich nicht. Ich sehe es.
Da ist noch schnell der Timer. So, ja. Und ja, dann würden wir jetzt noch schnell die Gegner, die hier sind. Nehmen uns die Kleinax und dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.